Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ich bin schon wieder in der nächsten Instanz. Hab dann schnell mal die Aufnahme gestartet, so wie wir es geplant und so wie ich es gesagt hatte diesmal. Und dann legen wir auch direkt los. Und ich darf wieder tanken, wenn ich das richtig sehe, und habe auch dementsprechend richtig umgeskillt. Also heute läuft's. Alles richtig gemacht. So. Holen wir uns direkt die ersten Spinnen wieder ran. Wird wieder ein bisschen ugly. Jeder mit Arachnophobie sollte vielleicht die Auflösung ein bisschen runterschrauben. Einen kleinen Blur-Effekt einbauen. Hier sind einige. Mit großen, mit langen, mit kurzen Beinen. Hier ist auf jeden Fall was los. Ja. Die hauen richtig kräftig zu, deswegen versuche ich die mal zu kicken. Jetzt habe ich natürlich den eigenen einen da ignoriert. Das war auch nicht so super schlau. Okay, kommst du mal nochmal rein. Nicht, dass nochmal ein Cast durchkommt, aber bei der nächsten Gruppe wird es ein bisschen kritischer. Weil dann kommt ein Cast durch. Jetzt muss ich mich immer rausnehmen. Wahrscheinlich wäre es eh gleich ausgelaufen, aber nein. Wir haben es ja. Früh übt sich. Ja, schön brav nutzen. Dann warten wir mal, bis er fast durchgekastet ist. Kick. Oh ja, stirbt wahrscheinlich eh vorher. Beziehungsweise wäre vorher gestorben, hätte ich gar nicht kicken müssen. So. Ja, man kann hier auf jeden Fall zwei Wege nehmen. Ich gehe jetzt links lang, wie man unschwer erkennen kann. Und normalerweise kann man auch auf der. Quatsch. Rechts lang. Gute alte Rechts-Links-Schwäche. Ich gehe rechts lang, obwohl man auch links hätte lang gehen können. Ja, den kriegen wir mal hier. Ich glaube, da hinten ist noch ein Zauberwerfer, von dem werde ich wahrscheinlich kassieren. Aber schnell mal die Augen von dem ziehen. Ja, da hat man es gesehen am Bäumle. Das zieht schon ganz gut am Live. Deswegen sollte im Optimalfall kassiert man selber den Schaden. Wenn man ja weiß, was da reinkommt und nicht, dass man dann die Verantwortung auf sich bürden muss und sagen kann, okay, ich habe verkackt, weil schließlich bin ich der Tank und wusste es ja besser. Da haben wir noch Schattenschlag, aber der stirbt vorher. Ist das nicht so, wenn ich hier. Achso, okay. Detox nochmal kurz benutzt, rein theoretisch könnte ich die Gruppe auch mal ein bisschen entzaubern, aber da bin ich jetzt ein bisschen zu faul. Und vor allem, ich habe es hier noch nicht in den Mouse-Over umfunktioniert. Muss ich mir rein theoretisch mal alles rauskopieren. Der wird jetzt immun. Jetzt kommen gleich ein paar große Adds. Hoffentlich spawnen die relativ weit vorne. Da hinten leider. Dadurch können wir ihn jetzt nicht mehr angreifen. Und müssen erstmal die Adds umhauen. Die reiten bzw. rennen die ganze Zeit an mir vorbei, als ob ich nicht da wäre. Ey. Was ist denn los mit euch? Total scheiße. Die Heal-Abo. So. Also wartet, war es auch schon. Nummer Uno, haben wir die Quest erledigt, kriegen wir direkt die nächste. So mustert. Oh, gewonnen. Wie sieht die eigentlich aus, wenn man sie ansieht? Eigentlich recht cool. Mal nicht so dieses 0815 Standardmodell, ich bin ein Dolch. Ist auch ein Dolch, oder? Ja. Sondern schon so aus, wirklich käfrig. Das wirklich aussieht wie von einem Käfer. So gefällt mir das. Ja. Hier wird jetzt einiges mitgepult. Dann sammle ich mal fleißig ein. Obwohl ich geslowt bin. Aber ich bin ja relativ mobil als Monk, das geht schon. So, jetzt muss man hier hoch, leider die beiden Plattformen abgerasen, weil es da oben dann so einen komischen Orbs gibt. Man sieht jetzt schon, ich kann es quasi anklicken. Und dann schaltet man quasi den nächsten Boss frei und kann dann da hochlatschen. Jetzt müsste da. Genau, jetzt sieht man diesen. Was ist das eigentlich? Kanal da drum. So eine Art Kokon, aber das ist ja dann Blutelf, den wir da besiegen müssen. Der auch ab und zu mal vanished, aber das werden wir eh gleich sehen. Na, kriege ich nochmal irgendwie einen Heal? Irgendwie kriege ich jetzt auch gerade nicht. Achso, ich habe die Healing auch noch gar nicht in der Leiste. Das ist natürlich auch super schlau. Die sollte ich als Tank vielleicht mal in der Leiste haben. Wie heißt die denn? Da. Ich habe die ganze Zeit die Maus, also die Taste, auf die ich es gebindet habe, gedrückt wie ein Bescheuerter. Nichts ist passiert. Jetzt mal kurz für den Vorführeffekt, da ist ein Orb. So muss das nämlich aussehen, wenn ich da drauf drücke. So, dann grillen wir die jetzt alle mal hier. Schön. Das sind I like these numbers. So, dann kriegen wir das noch zwischendurch an. Jetzt verschwindet das Ding, genau. Die Leuchtesäule. Was auch immer, das ist halt einfach so ein Schutzschild. Die, wenn sie sterben, knocken die einen schön zurück. Allerdings muss man da sich keine Sorgen machen, da ist Loot. Ich
Ja, egal. Ich hab's ja. Brauch kein Bonusgold. So, jetzt noch den Knaben da oben töten, dann ist die Quest auch erledigt. Ich weiß gar nicht, ob man hier dann alle Bosse machen muss für die Quest. Oder ob man einen auslassen kann. Bin mir auch gar nicht sicher, welcher Boss jetzt letzten Endes der Endboss dann als Endboss tituliert wird. Sagen, das wäre die Frage, werde ich gleich nochmal näher erörtern, weil hier hinten, wenn man jetzt hier gerade ausschaut, da ist halt ein Boss. Und wenn man darüber. Oh Gott. Habe ich jetzt noch getötet? Ne, darüber, genau. Dieser Schlitz da oben ist letzten Endes. Da ist der letzte Boss. Und das ist eigentlich auch ganz cool designt. So ein kleines Boss-Highlight für Low Level. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Deswegen hoffe ich, dass wir die auch alle abgrasen müssen, aber ich glaube irgendwie, wenn man den Boss da erledigt hat, ist rein theoretisch die Instanz auch vorbei. Aber ich. Ach, eigentlich nicht. Ich glaube, früher war es ja auch immer da hinten. Warum soll es jetzt anders sein? Werden wir sehen. So, wen kriegen wir denn jetzt? Herald Buller, das ist der Endboss quasi. Aber ich denke, wir nehmen nochmal den Bonusboss mit. Weil man muss ja, wenn man aufräumt, dann sollte man richtig aufräumen. Man kann auch hier links runter, aber das macht man ja fast nie. Da ist, glaube ich, auch noch ein Boss. Und deswegen, wenn man es nicht fast nie macht, dann machen wir es jetzt auch nicht. Und da habe ich vielleicht ein bisschen viel gepult. In meinem Körper. Deswegen mal hier ein bisschen Death. CDs. Okay, da haben wir noch welche. Komm ran hier. Ja, sieht ja ganz gut aus. Druiden sind momentan ja auch im Endgame relativ solide Heiler. Und da muss ich mir wahrscheinlich nicht so den Kopf machen, dass ich da jetzt schnell umfliege. Bin ja auch eine richtige Kante. Nehmen wir den Boss mit, komm. Mal sehen, ob sich die anderen beschweren. Aber ich bin in dem Fall mal Tank und darf raussuchen. Und dann hier mal ein bisschen Sightseeing macht. Ich glaube, die meisten kennen den Boss da unten gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich will mich jetzt gar nicht festlegen, ob der im NHC überhaupt verfügbar ist und ich nur im HC eben mal begegnet bin. Oder ob der allgemein halt ein Boss ist, der zur Verfügung steht. Was ist das? Da sind halt Pilzsporen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich. Oh, das ist ein Solar-Labus. Muss man nicht wirklich machen, das stimmt schon. Aber man sollte ihn auf jeden Fall schon mal gesehen haben, wenn man die Instanz als ich hab's schon mal erlebt abhaken will. Sonst darf man das nicht machen. So. Die ist eigentlich auch ganz lustig. Jetzt sieht man jetzt hier gleich die ganzen Gizmos, die vorher ja auch schon zur Hilfe geeilt waren, beziehungsweise sie vorher schon umgenutzt haben, haben ein Unbesiegbarkeitsschild, beziehungsweise sind gar nicht erst Target, weil jetzt schaltet sie einen frei, während sie in der Luft ist. Und der wird halt quasi so als Sacrificial Lamp dahin geordert. Das war ja ein schöner Hit von wem auch immer. Und dann geht sie, glaube ich, so leicht enraged. Aber das sollte man halt versuchen zu verhindern, indem man den halt umnutzt, so wie wir es getan haben. Tudum. So, epic. Leider nicht. Und wie ich vermutet habe, doch keine Änderung. Das ist doch noch nicht das Instanzende, sondern das steht uns glücklicherweise noch bevor. So. Der Weg ist jetzt hier ein bisschen länger. Wobei so viele Spinnen gab es jetzt gar nicht, ne? Also die ersten beiden Bosse? Die ersten beiden? Nee. Eigentlich nur der erste Boss. Das waren jetzt drei. Nur der erste Boss, kann man sagen. Ist ein Spider-Boss. Guck mal hier. Wenn man wieder. Ich komme nicht über die Kante. Das ist lächerlich. Lächerlich. So. Ziehen wir mal die anderen auch noch direkt dazu hier. Beim Bein kann man nicht stehen. Das sage ich ja so häufig und so gerne. So. Lustigerweise kann man die auch nicht entfackeln. Lassen sich nicht entzünden. Er spottet das Pit die ganze Zeit zwischen, ne? Und so dreht er sich so weg, da wird man als Tank natürlich gleich nervös und denkt so, habe ich jetzt schon wieder verkackt, hat schon wieder der Rest drüber Abo. Aus den Spikes kann man auch gut rauslaufen, das sieht man ja relativ gut, wo die landen. Im HC haben die ja damals relativ viel Schaden gemacht und die Leute sind da immer stumpf drin stehen geblieben. So, jetzt werden wir gleich sehen, warum ich den Boss eigentlich relativ schätze. Weil der müsste jetzt eigentlich so bei 75%, genau. Man kann ihn rein theoretisch, wenn man gut DPS hat, auch noch jetzt runterprügeln.
So, jetzt entsteht von jedem so ein Mirror und den kann ich halt, muss ich halt töten. Kann ich nicht, muss ich töten. Und dann kommt man jetzt in den anderen Realm von den anderen Leuten. Hier ist wahrscheinlich vom Druiden jetzt noch. Okay, irgendwie von allen, die kommen anscheinend nicht so gut klar, wahrscheinlich nicht genug AE-Effekte. Und dann hilft man denen aus. Und währenddessen ist der halt nicht angreifbar. Jetzt müsste er gleich rein theoretisch in den nächsten Wahnsinn gehen. Außer wir hauen ihn jetzt noch um. Das klar, schaffen wir. Genau. Und das war's dann auch schon. Und das Coole ist halt in diesen Mirrors, dass die halt letzten Endes auch sehr spezifische Eigenschaften besitzen von den jeweiligen Klassen, die sie kopiert haben. Und die dann auch nutzen, wenn sie nicht so schnell platzen. So, das war doch eigentlich ganz ordentlich, wa? So, wir haben mal die Quest erledigt. Gehen wir mal raus hier. Und ich glaube, wir waren ja relativ zügig. Da machen wir jetzt noch ein, zwei Quests. Dass ihr nicht ganz umsonst eingeschaltet habt. So, was machen wir? Genau, wir gehen da rüber. Holen uns dann auch direkt die Drop-Quest. Vielleicht muss ich es halt immer wieder buffen. Habe ich das in der Instanz gemacht? Da wir hatten einen Druiden, glaube ich. Dann ist ja der nicht so schlimm. Der hat da wahrscheinlich gebufft, im Gegensatz zu mir. Letztendlich eine der wenigen Mechaniken, wo dann die Klassen aufeinander angewiesen sind, dass dann alle Buffs vorhanden sind. War früher auch einzigartiger, sage ich mal, dass es wirklich dann Klassen gab, die einzigartige Buffs hatten. Und, oh. Ah, stimmt. Hier ist noch eine Quest mit. Muss ich die dann töten oder so? Aber wir werden es ja gleich sehen. Was willst du von mir? Ach, das Ding. Ja, okay, machen wir jetzt auch noch. Haben wir sonst nichts zu tun. So. Genau, dass die Buffs halt sehr viel einzigartiger waren und dann wirklich klassengebunden waren. Blizzard hat es halt dann irgendwann gestört, dass dann letzten Endes auch wirklich immer sehr klassenkompositionstechnisch raiden musste. Das heißt, du kannst halt nicht immer jede Klasse mitnehmen. Heutzutage ist es ja wirklich sehr, sehr flexibel. Da haben sie auch ihr Ziel erreicht, indem sie halt wirklich Scope viel gesprungen, was du letzten Endes für Klassen mitbringst. Du wirst schon relativ gute Buff-Abdeckung haben. Ein paar fehlen natürlich immer noch ab und zu, weil es ein paar einzigartigere gibt. Aber letzten in Summe ist das eigentlich marginal. Und da schrauben sie auch immer weiter dran rum. Ich selber finde das halt nicht so toll. Ich fand es eigentlich ganz cool, wenn da immer so ein paar Klassen waren. Ich fand auch damals das so, sage ich mal, das System, wo man halt noch die Klasse des Supporters oder die Kategorie des Supporters hatte, recht interessant und auch angenehm, weil das halt dann noch ein bisschen diversifizierter war, nicht nur Tank, Heiler, DD, sondern dann noch so eine Zwischenposition war. Zum Beispiel ähnlich aus MOBAs oder sowas, die dann halt wirklich nicht diese DPS-Monster waren, sondern halt ein Spec gewählt haben. Ich denke, man kann da ruhig mal den Shadow Priest zitieren, zu Samuel-Zeiten war das halt eine richtige Mana-Batterie und ohne ihn bist du halt nicht losgezogen. Auch der Druide hat sich häufig mal in der Off-Tank-Rolle wiedergefunden, weil du, wenn du halt keinen zweiten Volltank brauchtest. Ich glaube, da oben würde er wahrscheinlich gerade jetzt getötet, oder? Ja, sieht so aus. Ach, Schmutz. Dann noch ein paar Möpse hier slain. Und es war eigentlich echt ganz cool, dass du dann halt wirklich diese vier Klassen hattest. Und da gab es halt natürlich auch Sachen, manche Klassen hatten einfach Buffs oder manche Klassen waren zu dem Zeitpunkt einfach stärker und hast dich halt darum bemüht, die auch in deinem Raid zu haben. Und ich fand es eigentlich okay. Irgendwann wurden die Klassen wieder genervt und dann war sie natürlich nicht mehr so beliebt. Letzten Endes sollte man schon immer mit der gleichen Klasse raiden gehen dürfen, ohne dass das jetzt großen Einfluss hat. Aber ich denke, wenn man auf einem soliden Standpunkt spielt oder mit soliden Ansprüchen, dann ist das auch machbar und kein Problem. Ich denke, im High-End-Rating wird es immer Klassen geben, die irgendwie gerade zu stark sind und um die man sich dann dementsprechend auch bemüht und wo man halt versucht, die richtig schön zu stacken, dass man da genug Leute drin hat im Raid. Jetzt bin ich eben einmal außen rum geritten, jetzt bin ich wieder außen rum gelatscht. Da muss er schon wieder respawnen. Gehen wir wieder zurück. Sehe ich ihn jetzt da schon? Immer noch tot. Aber der muss jetzt auch warten, weil er an dem vorbeigeritten ist. Wir sind ja beide so ein bisschen unschlau. Quasi dumm. Wie komme ich denn an den daran? Muss ich fliegen oder was? Da haben wir einen. Sehr gut. Komm, für dich benutze ich. Bam. Tot. Ich dachte, du wirst schon. Du wirst direkt sterben. Und letzten Endes habe ich ja den Faden aufgefasst, indem ich gesagt habe, oh Gott, nee, da komme ich hier runter.
Laufen wir doch außen rum. Safety first. Natürlich hätte ich jetzt irgendwie so einen Trick-Slide drüber versuchen können oder so. Aber nie. Unten ist auch noch ein Mobs, den ich dann später töten muss. Jetzt sind wir jetzt vollgequestet oder was? So, immer noch kaputt. Stirb. War jetzt zwar einer zu viel? Nee, doch, hat genau gepasst. Ah nee, das war doch einer zu viel. Ich irrte doch nicht. So, dann gehen wir mal die beiden Quests ab. Gucken mal, was wir danach noch zu tun haben. Für die eine Quest muss ich gleich auf jeden Fall viel hingehen, das weiß ich. Weiß nicht, ob der mir jetzt da runter schickt zu diesem Arcanimus-Gedöns. Ich weiß nicht, ich nenne den jetzt Arcanimus, der heißt wahrscheinlich komplett anders. Wahrscheinlich gibt es irgendwann einen Mob, der auch Arcanimus heißt und das gleiche Aussehen hat. Und er möchte Arcanimus. Der heißt wirklich Arcanimus. Krass. Entweder ich habe es mir wirklich so gemerkt, was krank wäre. Oder ich habe es eben einfach aus dem Augenwinkel gesehen, wie der hieß. Und unterbewusst wahrgenommen. Ist ja hier so ein Phänomen, wenn man überlegt, wie viel man letzten Endes auch immer unbewusst wahrnimmt. Das ist was, wozu das Hirn letzten Endes auch wieder immer wieder imstande ist. Das ist echt verblüffend. Man kriegt es gar nicht mit. Ja, deswegen auch dieses Phänomen im Schlaf lernen und sowas. Das ist ein Tipp, den man jedem geben kann. Ne? Weil man lernt im Schlaf. Wiederholt es dann das und am nächsten Tag kann man es dann noch, wenn man sich dann am gleichen Tag noch so fühlt, ah, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Anders hätte es bei mir auch nicht funktioniert, weil ich habe immer einen Tag vorher gelernt und gäbe es das Prinzip nicht und ich hätte nicht an diesen Placebo-Effekt geglaubt, dann wäre es im Studium ganz übel gelaufen, glaube ich. Aber nein, es hat bei mir funktioniert, ich habe es mir am Tag vorher angeschaut, wusste am selben Tag nichts, am nächsten Tag wusste ich relativ viel, ging eigentlich immer relativ gut. Und am nächsten Tag habe ich auch komplett wieder alles von der Festplatte gelöscht. Ist vielleicht nicht das Effizienteste. Und alles ist natürlich nicht gelöscht worden. Das ist aber auch normal, denke ich, als Lerneffekt und vollkommen vertretbar. Wenn man ab und zu mal was behält und nicht alles behält, was man weiß, ist ja auch sowieso total utopisch. Wobei es gibt so Typen. Schon ein, zwei Menschen kennengelernt, die nicht vergessen. So. Genau. Jetzt muss ich erstmal. Muss auch dieses Item dann darunter benutzen. Und das muss man halt unter diesen Säulen hier machen. Da habe ich auch am Anfang, glaube ich, irgendwie das erste Mal. Da gab es halt nicht, glaube ich, nicht so viele Questhilfen, wie sie heute sind. Ich weiß nicht, oder? Oder waren die damit schon da? Man verliert auch irgendwann den Überblick, wann was reingepatcht wurde, weil so perfekt, wie dieses Spiel jetzt schon aussieht und so einsteigerfreundlich, wie es jetzt ist, war es beileibe nicht immer. War schon sehr, sehr viel anspruchsvoller. Und komplizierter? Nein, nehmen wir dich halt. Ich wähle dich, Pikachu. So, tot. Das war's dann auch. Haben wir untersucht, das Objekt. Jetzt können wir wieder zurückporten. Wo landen wir? Wieder hier drunter. Na, alles klar. Dann reiten wir wieder zurück. Jetzt habe ich mich ein bisschen weit vom Mikrofon entfernt. Das ist natürlich auch so doof von so einem Standmikrofon. Da muss man schon auf seine Position achten, wie man sitzt, wo man sitzt, wie die Entfernung ist. Ich merke das auch immer wieder in den Aufnahmen, wenn ich es ein bisschen nachbearbeite, dass ich da teilweise eine unterschiedliche Distanz zum Mikrofon hatte und dass ich dann nur leise und laut, also wie jetzt wurde. Und das ist halt echt nervig. So. Was willst du denn jetzt noch? Da unten sollte ich jetzt auch noch hin. Nee, machen wir nächstes Mal weiter. Weil dann darauf folgen jetzt die ganzen anderen Quests, die muss man dann hier noch erledigen und so. Vielleicht kann ich mich auch um die kümmern. Oder wir gehen. Feste Drakdaron. Ja, feste ist eine gute Idee. Mal gucken. Alles klar. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall wieder An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall wieder für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und damit sage ich Tschüss.